Ich fange das an, weil ich interessiert bin an Farbauftrag, zuerst einmal. Was in der Farbe am interessantesten ist, finde ich, ist das Licht, welches wir auch tagtäglich rumherum sehen. Alles, was der Mensch sieht, ist Farbe, hat Goethe gesagt. Und ich meine, alles, was der Mensch sieht, was wir sehen, ist das Licht. Und dieses Licht fasziniert mich auch, weil dieses Licht umzusetzen, also das Licht zu malen, das fasziniert mich. Also was mich hier bei dieser Kombination von Bildern interessiert hat, sind diese verschiedenen Farbfelder, die teilweise kräftig, teilweise lasierend gemalt worden sind, und die putzen sich quadratisch, rechteckig zueinander und bringen so immer wieder eine neue Komposition zustande. Also vor 10 Jahren hatte ich völlig andere was weiß ich, Vorbilder oder Farbidee, und heute, 10 Jahre später, ist eine völlig andere Sichtweise. Und das vergleiche ich auch gerne, ne? Mit dem, was war ich vor 10 Jahren, was bin ich jetzt und was wird dann auch noch werden. Ne? Also der Mensch, es verändert sich, ich verändere mich wirklich. Genau.